Das ist Yixin DE65, der in einer Aufbewahrungsbox geliefert wird. Innen ist der WUP mit DE-Farben, den es auch als US65-Version mit US-Farben gibt. Ein Ladegerät mit den neuen GNB27-Steckern, 4S-Akkus mit 250 mAh, Ersatzpropeller, Kurzanleitung und sogar ein 220 Volt Netzteil für das Ladegerät ist dabei. Geflogen wird mit der Radiomaster TX16S und der Fatshark HDO2 Brille. Die Kamera ist die neue KDX End mit 4:3 Seitenverhältnis. Das F4 Board hat 5 Ampere ESCs und einen Videosender mit 25 bis 200 mW Sendeleistung. Bei mir ist ein externer Crossfire Empfänger eingebaut. 31 mm Gamfan, 12-19 Propeller, unten sind zwei 1S Akkus, die in Reihe geschaltet werden. Der Quad wiegt 24,34 Gramm, mit den Akkuadapter und den zwei Akkus flugfertig sind es 39,40 Gramm. Ein Akku wiegt 7,31 Gramm. Weitere Akkus kann man zum Beispiel bei Amazon kaufen. Die Craze Pony, so ein 350er, wiegt dann 1 Gramm mehr und liefert 40 Sekunden mehr Flugzeit. Der schwarze Stecker ist der neue GNB37 Stecker, der bis 15 Ampere Strom durchlassen kann. Außerdem hat der Stecker eine Kerbe, die es verhindert, das falsche Zusammenstecken, was bei Beta-FPV BT2.0 Stecker passieren konnte. Yixin produziert die Stecker auch mit der Bezeichnung ET2.0. Für die Akkus gibt es den schwarzen Adapter, mit dem der zweite Akku gehalten wird. Es ist aber etwas mühsam, die Akkus da durchzustecken. Flugfertig mit dem 350 mAh Akku wiegt der Quad 42,30 Gramm. Auf dem WUP ist Betterfly 357 installiert und sogar sehr gut eingestellt. So braucht man den WUP nur zu koppeln und kann sofort fliegen. Auf den ESCs ist die Original Beraheli S167 Firmware installiert, das ist okay. Aber besser ist, wenn man die neue Beraheli M Firmware installiert. Hierzu braucht man zuerst den neuen Beraheli Konfigurator, der die Jazz Maverick Firmware unterstützt, also als Beraheli M bezeichnet. Mit dem neuen Beraheli Konfigurator kann man nämlich sehr einfach die Beraheli M169 Firmware aufspielen. Die Firmware hat zwei Vorteile. Sie unterstützt bidirektionales D-Shot und man kann länger mit dem WUP fliegen, wenn man die PWM-Frequenz von 24 auf 48K oder sogar 96K erhöht. Bei 96K hatte ich bei meinem WUP aber etwas Störungen im Videobild, sobald ich die Motoren gestartet habe. Ich stelle also hier auf 48K ein und kann so direkt um ca. 30 bis 40 Sekunden länger mit dem gleichen Akku fliegen. Jetzt aber auf die Wiese. Ja, der super kleine 65 mm WUP ist rasant schnell und gut eingestellt. Fliegt mit der alten Betafly 357 richtig gut. Ich würde sagen, der WUP eignet sich mehr für draußen oder für eine große Halle, wo man Rennen fliegen möchte. Für die Wohnung finde ich den schon fast zu schnell, aber man kann die Rates etwas reduzieren, sodass der WUP in der Wohnung auch gut fliegt, wie hier zu sehen ist. Wegen dem Extragewicht würde ich aber zu Hause einen Mobula 6 lieber nehmen, der leichter zu fliegen ist. Die KDX Endkamera liefert ein gutes, scharfes Bild. Der Weitwinkel der Kamera ist aber kleiner als bei der Runcam Nano 3 Kamera. Der Videosender bei 25 mW leistet aber nicht so guten Empfang. Möchte man weit fliegen, müsste man schon auf 200 mW umschalten. Der Yixin WUP fliegt aber so richtig gut. Die Flugzeit mit dem 250 mA Akku ist hier draußen ca. 4 Minuten, was ich ja gut finde. Bei Langsamfliegen mit der 48K Firmware erreicht man locker 5 Minuten Flugzeit, was man hier in der Wohnung sieht. Hier bei normalem Fliegen in der Wohnung bin ich bei über 5 Minuten. Viel Spaß beim Fliegen!